Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ark Valhalla. Ja, mit dabei ist Ah, Halleluja. Ja, mit dabei sind die üblichen Verdächtigen. Nero, Onkel, Revano, Yannick, Jan, Dynamo, ja, das müsste eigentlich gewesen sein. Hallöchen, Dinosaurier. Hallöchen. Grüß, grüß. Also, ich sterbe. Ich sterbe ja. Ich Die sterbe. ganzen bösen Nein. Dinosaurier. Warum stirbst du denn? Richtig. Was? Warum stirbst Können du? die noch Richtig. schwimmen? Mit Sicherheit. Onkel, wo bist du? Nur zur Info, bei uns hier hinten in der Ecke gibt's Frösche. Cool. Echt? Ja und? Macht doch nichts. Nein! Nein! Ein wunderbarer Auftakt. Ich bin. Ach du Kacke. Ich liebe dieses Spiel. Scheiße! Was hast du denn? Ich hatte 50 Heid oder sowas. Wo bist du, Nero? Da, wo wir unser Sarko getämt haben. Onkel, ich hab dich verloren. Der geht einfach am Wasser weiter lang, Junge. Ich laufe jetzt gerade so, dass das Wasser rechts ist. Ich hoffe, du bist Ja, auch an ist der richtig. Küste. Warte mal, bleib mal kurz stehen. Ach, du kannst doch schon viel weiter gelaufen sein. Nee, ich bin ja nicht weitergelaufen, ich war ja weiter hinten. Och komm, ernsthaft. Wärst du auf Is 1 gerade gespawnt? Ich bin im Bett gespawnt. The bed, in the bed, in the bed. It's all about the bed, about the bed. Oh, hier ist ein Ei. Hier ist ein Ei. Oh yeah, ich sehe dich, Onkel. Cool. Was? Ein Ei Soll das von sagen, einem killt? Carbo. Hallo, habt ihr das gerade mitgekriegt? Ja. Was denn? Ei, unser Sarko wurde gekillt von einem Mega-Piranha. Wer hatte den gehabt? Tja. Hier ist ein Ei. Wie gesagt, ich bin ja gestorben. Ja, ne? Boah, das ist ja ein Mega-Ei, aber jetzt Alter. Geht's weg hier. Boah, das gibt ein Rührei, ey. Ach, da hinten pimmelt doch einer rum. Wer ist denn das? Das Oh, gibt scheiße, nur... das war sein Ei. Ah, weg hier. Er jagt dich. Das ist an seinem Ei genuckelt. Super Auftakt, geil. Super, toll. Ja. Und schön, dass ihr übrigens eingeschaltet habt. Ja. Und ja, aber mit der Zeit. Ihr merkt, es geht alles wieder drüber, Nüver. Eigentlich auch eine Leiche. Drüber, Nüver. Es hat ein Schild. Es dürfte meine Leiche sein. Ja, die liegt hier. 13 Minuten aus der Zeit. Der Onkel rennt wie ein alter. Ja, ja. Natürlich, ich werde verfolgt von so einem Fick. Das Problem ist, dass der. Und wenn Sie binnen der anstehenden 13 Minuten Ihre Leiche ergattern, können Sie noch einen Kühlschrank obendrauf gewinnen. Von wegen, der verfolgt mich immer noch. Guck mal dahinter. Ist unser Sarko wirklich tot jetzt oder was? Tatsächlich, der riecht das Ei, Mann. Renn um dein Leben. Aber wir haben hier ein neues Sarko Level 4. Ich weiß gar nicht, wie man von Dinosaurier wegkommt, muss das Ei im Wasser. Das kann doch nicht sein, dass der Sarko von Piranha getötet wird. Das Ding war auf neutral gestanden. Der verfolgt mich immer noch. Ja, denk mal an die Raptoreneier, Versteh ich ey, aus dem nicht. Film, wie weit die hinterhergelaufen sind. Ja, vielleicht Ernsthaft? Wurde irgendwer von euch in der Nähe angegriffen und der wollte hin zum Helfen. Aua, 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 aua. Ja, klar, ich hatte ihn dabei gehabt auf neutral, aber da wird er wohl Piranha packen, Level 60. Das Vieh kann doch nichts. Das so scheiß Vieh. Verstehst du meine Logik? Ich versteh's der nicht Onkel ganz. Mit eine Schildkröte. Da Henne ist meine Leiche. Ah, das ist noch Piranha. Ah, Mann! Okay, als nächstes baue ich hier hinten mal eine Brücke über diesen verschissenen Scheißfluss. Also ich sehe es nicht mehr, der komische Vieh. Okay. So, werde ich erstmal das Metall ordentlich in die Bude reinschmeißen. Scheißvieh, ey. Ich will mein Zeug wieder haben. Dein Ines, ich bräuchte mal Hilfe. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Von unserem Haus aus, rechts am Strand lang. Dann, dann geht's halt so, ne? Weiß Bescheid. Ich bin hier bei so ein paar Steinen. Ja, was ist da? Was brauchst du Hilfe? Mein Zeug! Liegt im Wasser und wird beschützt von so ein paar Piranha-Fickern. Ja, ich komm schon. Fickern? Mal diese Ausdrücke. Okay, aber wir haben bloß 7 Stunden Zeit für das Ei, ne? Also. Ja, bis dahin haben wir einen Kühlschrank. Sterb! Sterb! Das heißt, stirb! Alter, was können denn die Viecher raus sein? Ich will Schwerter, ich will Bogen, ich will. Ich will eine Armbrust. Ich muss halt ein bisschen Damage machen, das Bogen, kann ich sogar noch. Was kann ich dir machen? Sobald ich weiß, wo ich bin. Ich kann es auch gleich, ich muss nur mein Level abmachen. Ah, das ist doch Kacken. Jetzt Och Mann, hier, was ist denn das für ein Mist? Ernst? Du Mist, Mongo. Leute, lass uns mal
mistige Betten bauen. Oh Leute, wer, Sam, wer tut denn hier so scheiße einsortieren? Das ist doch kacke. Hä? Wie? Ist er durcheinander? Oh, ey Mann, das ist Rivano, 100 Pro, der ist der Einzige, der mit mir hier drin steht. Ich bin gar nicht mehr im Haus. Also ja, du warst aber gerade hier den selber nicht. Ich hab Metall habe ich reingepackt, ganz links, ja. Du hast noch Steine und so ein reingepackt. Steine habe ich gar nicht mehr mitgehabt. Ja, natürlich. Natürlich. Sterben ist so schön. Sterben ist so schön. Ich hab wieder rausgeworfen. Das habt ihr halt mitgeworfen. Habt ihr halt? Aber es ist ganz komisch mit der Spawnerei hier, ne? Was machen denn die Steine hier unten? Wir haben jetzt 76 halt hier daheim. 6,17 sind gut. 4 mehr oder wär's dann noch besser? Aber wir haben auch, noch 8. Oh, das ist gut. Aber wie er schon sagt, 4 schicken schon. Ich hab noch 41. 4 schinken. Oh, das ist geil, da kriegt man 3 komplette Betten. Komm. Was ist denn das für ein Scheiß? Komm, was macht der ganze Fiber und alles hier ohne? Oben gibt's auch noch Zeug. Ja, Arschkrampen. Onkel hat gerade eingeräumt. Ach so! Onkel, komm mal hoch. Oben sind die dicken Behälter. Und der Nero ist schon wieder gestorben. Ja, ja, ich spawne jedes Mal hier auf West. Westzone. Ja, West. Auf die East-West-Side. On the other country. Ich denke mir hier, warum sind denn die Kisten hier so leer? Na, ich weiß diesmal nicht, Onkel. Bin ich diesmal richtig? Seht ihr, wenn das Licht angeht? Lauter. Bett. Vor allem ist jetzt für dich noch viel spannender geworden mit der Hülle und Fülle an Items, die du da lernen kannst. Das sind etliche mehr. Etliche? Mit E oder mit H? Mit Doppel-Ä und Doppel-H. Oh Gott. So viel. Außerdem Trippel-Liche. Oh, Trippel-Liche. Oh. Wo zum ist jetzt... Meine ich. Wollte denn irgendeiner von euch ein bisschen was bringen, so an Halt? Hoch? Ja, ich. Schmeiß alles her oder alles in die Kiste. Hauptsache zu mir. Ich bin in der Kiste halt, ohne Ende. Ja, es war ein Bett. Für was sind denn die sinnlosen Warttrommeln? Also die Kriegstrommeln. Musik. Zur Musik mache. Kommen da nicht die Dinos, weil du die unlockst wegen dem Lärm? Ey, Onkel, deine Freundin ist hier. Uhu! Die Eierbeißerin. Janik, hast du noch Halt? Liegt hier in einer von der Kisten, von den Kisten. Es wäre sehr nett, wenn mir einer helfen würde, diese Piranha zu töten, dass ich mein Zeug wiederbekomme. Meine Fresse! Wo bist du denn? Der geht mir ja auch so. Komm mal her. Komm mal hier zu mir. Guck mal, da ist sie. Die rennt jetzt gerade wieder zurück. Ich glaube, jetzt hat sie gecheckt, dass, Au! Dass sie das Ei nicht mehr wiederkriegt. Jetzt haut ihr euch Alter, du Penner! Schau nicht durch. Mann, du schleifst in der Tür, du dickes Ding. Dann sag ich, geh mal bitte zur Seite, dann geh ich zur Seite und schlag mich nicht einfach. Ich kann nicht mehr. Ich mach dich stark. Komm, helf mir. Komm, Onkel. Ja. Nee, Quatsch. So, Kinders, wir haben eine kleine WG hier oben. Passt. Eine WG, da wo wir alle... WG, genau. Wie geht's euch so? Eine WG. Wo denn? Wo bist du denn gestorben? Auf der anderen Flussuferseite. Ja, ich auch. Deswegen, ich brauch da auch gleich mal Hilfe. Bis jetzt, man kann das Zeug wiederholen. Von Ananda Game. Ananda. Ananda, wunderschön. Mhm. Oder falls ihr mein Zeug da unten seht, das ist halt über diesen Fluss, also mittendrin. Muss halt mal gucken. Das liegt da mittendrin, so ein Scheiß. Ey, warte, ich guck mal auf die Karte. Das müsste, wenn wir da sind. Das müsste ungefähr... Hier ist der Piranha. Komm mal raus. Das müsste ungefähr auf der 3462 sein. Da ist er! Onkel, rechts von dir! Hinter dir! Oh, danke. So. Habibi. Das war der dich gestört hat. Wenn du nichts hast, ja. Da ist noch einer. Ne, hier ist. Das müsste, glaube ich, noch sein Zeug sein. Was mein. Seht ihr hier irgendwo noch ein. Hallo? Noch, ne?
Ist das meins oder ist das Nox? Das ist noch was. Nee, das ist doch das. Hast du mein Zeug gefunden? Nee, ja, Sarko sein Zeug. Ja, wieso war das? Ach, das ist unser Sarko. Nero, hier ist ein Krempels. Ich hab grad einen Sarko seinen Rucksack gefunden. Ja, jetzt weiß ich auch, warum der gestorben ist. Er ging zwei, er keine Chance. Die kriegen das gar nicht mit, oder? Was denn? So, ich hab null. Was kriegen wir denn nicht mit? Na, die kriegen das ja gar nicht mit. Was denn? Was denn? Was denn? Ja, was Lustiges halt. Was der Onkel gerade gesagt hat. Was hat der Onkel gesagt? Ich kann das nicht wiedergeben. Sag dann nochmal, Onkel. Was hab ich denn gesagt? Oh nein. Was? Was? Egal, ich schaut euch einfach die Aufnahme. Wo ist meine Rüstung? Was hab ich denn gesagt? Hast du gesagt, irgendwie so. Hä? Sag mal, verstehst du mich nicht? Nee. Seit wann versteht dich einer? Okay, du musst. Ich schon und ihr versteht mich immer noch nicht. Aber wisst ihr, was ich aus dem Sarko rausbekommen hab? Na? Ich hab gekackt. Das hier. Alter. Metall? Ja. Er war doch gleich gekillt. Du Hundefreche, ey. Oh, Nierenstein. So eine Frechheit aber auch. Wo habe ich das eingesammelt? Mann, ist das eine schwere Geburt hier. Ja, man muss schon echt sagen, der Anfang ist hier echt schon ein bisschen krasser als beim normalen, irgendwie. Ach, jetzt läuft's doch. Geht doch, jetzt ist doch in Ordnung. Jetzt haben wir Betten und alles, jetzt läuft's einfach. Ja, wir haben jetzt auch hier genug an Fächern und alles hier oben. So. Also an Gedönse. Wann kann man denn... Was können wir eigentlich als nächstes für einen Sattel basteln hier, Trike? Ich hätte noch ein paar Mörser dabei, wenn jemand Interesse hat. Alter Grenadier. Was? Er hat Mörser dabei. Ja. Genau der die alte Sorte Mörser, die er gerade nicht meint. Du alter Grenadier, du. Aber die Kiste ohne mal weg. Ich hab euch was mitgebracht. Es ist was zu essen, was zu naschen und zum Anfassen. Ü-Eier? Spiel Spaß. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Hast du die irgendwie benannt hier? Jo, Hyde, Flint. Will ich. Komisch graues Gedöns. Was ist komisch graues Gedöns? Alter, Steine. Ist das dein Ernst? Was ist das einzige Material, was du hier findest, was komisch, grau und Gedöns ist? Ich hab nicht alle gelesen. Über habe ich auch, ja. Was ist denn das? Komisch graues Gedöns? Ach, Stein. Ey, du, lass mich mal. Déjà-vu. Nur einer kommt über diese mit dieser Dummheit klar da. Ivano, lass mich doch mal hier raus. Nein, es ist vorbei. Alter! Ich klatsch dich, du geiles Stück Elend, du. Wenn ich mit dir fertig bin, wird man deinen Tanger finden. Ivano ist ein Frauenschläger. Alter, ist kein Witz, denn du. Guck mal, Onkel, komm mal schnell, bitte. Onkel, guck mal, wie der Noxi da hängt, Alter. Du Sachsen-Kasper, Alter. Ja, Alter. Hat er gerade dir Sachsen-Kasper gesagt? Habt ihr es nicht mehr an? Oder warte, ich hopp gleich wieder auf. Der Ferengi, boah, Alter. Ja. Wie der da hängt. Guck mal hierher. Oh. Ja, halbe Spagat, ey. Ferengi, ohne Witz. Alter. Komm mal hier hin, bitte, in die Ecke hier. Oh, jetzt ist er weg. Ich fühle mich so matschig im Kopf. Ja, die Alte habe ich ordentlich aus dem Schlachter geklopft. Diese, ja, Chitin, diese Chitin-Rüstung, kann man die sich schon so bauen mit Chitin oder brauchen wir da erst irgendwelche Werkbänke oder irgendwie Kack? Nee, Chitin-Rüstung geht noch, ne? Noxi, ich hoffe, du kommst schnell wieder, ohne dass du jetzt in der Welt rumgeportet wirst. So, okay. Ja, was glaubst du denn für Scheiß? Ich räume schon mal die Kiste um. Achso, bist du mir auch, Gott sei Dank. Mir mal einer eine Antwort hier, das war der was Dynamo, denn? Dankeschön. Was darf sein? Bitte. Ich hab gefragt, die Chitin-Rüstung, ob man die so bauen kann oder ob man da eine Dings braucht. Eine Werkbank. Ich glaube, da brauchst du eine Werkbank, oder? Ja, liebe oder Freunde, so ist das hier bei uns. Chaos pur. Chaos. Ist das schön, ey. Warum langsam einen Kühlschrank? Wir haben ja Haufen Fleisch. Ja, gibt's überhaupt einen Kühlschrank? Ich weiß gar nicht. Aber ich hab einen Kühlschrank.
Ja, der Mittelalter. Türen. Gibt's einen Kühlschrank? Ja, ja. Das haben wir doch nicht so. Wir haben doch nicht die Sachen entfernen lassen, wie bei Dings. Dings. Dieses bloß für einen Kühlschrank braucht man auch. Boom. Okay, ich lass lieber. Oder? Aber nicht für den ersten Kühlschrank, da brauchen wir bloß dieses andere Zeug. Noxi, du geile Sau! Das stimmt. Geil. herrlich. Ach, hier liegt noch auf dem Boot eine Leiche, ne? Ah, das ist der Sergeant. Soll ich den Kadaverkörper mal in die Bude reinschleppen, oder? Ach so. Ja, komm mal her, Kadaver. Werde ich erstmal die Leiche schicken. Sag mal, Alter, zuerst kloppt er eine Frau fast tot und dann vergnügt er sich jetzt an der Leiche. Sag mal, Onkel, was hast du nur angeschleppt? Bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher, was das für einer ist. Ich leg den alten Lümmel mal hier. Warum stehen denn hier Kisten am. Achso, das ist für ein. Achso, hier sind Beet. Okay, hab ich verstanden. Ah, ich hab ihn mal reingelegt hier. Hab ich verstanden. Alter. Ey, sieht das geil aus mit dem Himmel, ey. Ultra. Ja. Auch der Mond, der sich so schnell bewegt, ne? Das ist super, ne? Der hat Speed geschluckt. Wo ist so eine Motorschale, mein Lämmer, ne? Der nächste ist das Schlimme durch. So. Noxi, komm mal her, schnell, komm mal schnell her. Noxi, schnell, bitte. Komm mal bitte raus. Warte mal kurz, ich... Bleib stehen, Rivano. Bleib, Rivano, bleib stehen. Warum, was hast du denn? Bleib stehen. Bleib stehen. Komm mal schnell her, Noxi. Guck mal Rivano an. Nein, guck doch mal zu Noxi. Nettes Backenpiercing. Alter. Was hab ich denn jetzt wieder? Ein Back, oder? Haha, das ist mein Thumbnail. Haha. Oh, wie geil. Hast du mir Pfeile geworfen? Ist alles was in Ordnung. Lacht er denn so dreckig, ey? Ich weiß, dass da was in mir steckt, aber. Na, ist nur ein kleiner Splitter. Ist nicht schlimm. Ach nee, ist war nichts weiter. War nicht schlimm. Sagt er so geil. Einfach. Revano? Juckt dir dein Ohr? Kann das sein? Ja. Ich hab ein Wattestäbchen reingesteckt. War doch ein Wattestäbchen, oder? Ja. Das war ein Stangenstäbchen. Alter, wer hat denn jetzt die Leiche wieder bewegt hier? Deine Mutter. Was? Die macht sowas nicht, die hat Anstand. Die wirft die höchstens ins Feuer, die Leiche. Ja, ich hab's da versucht, aber es ging ja nicht. Man muss die Beißer zerstören. Darf die Beißer gar du, nicht beißen. Du spielst gerade echt am Knubbel, was ich jetzt machen soll? Ja, ich würde sagen, wollen wir jetzt einen Stacheldrahtzaun oder was? Ein Empire State Building bauen. Mein was? Gott, du blödes Vieh, jetzt verpiss dich dabei Alter. Jetzt hier, Alter. Der Neo rastet wieder aus da hinten. Na, Tür zu, so kalt. Bleibt am Ast hängen, aber rennt durch Bäume durch. Ist doch nicht mehr normal, Alter. Hörst du, aus dem Wald, der Dinosaurier, Nerosaurus. Hier, wer Fleisch, ey, mal ganz kurz, wer Fleisch braucht, der soll sich hier unten bedienen. Hier liegen noch 30 Stück im Feuer. Ist doch der Wahnsinn. Ist das denn nimmer? Ich will Nacroberries, ich will Atombomben, Alter. Gib mir Atombomben, ich will diese Atombären, Atombären. Was? Atombären? Atombären, nein. Atombären. Ich liebe. Was stand auf dem Schild? Nein, nein. Mann, die bleiben aber so ein Grashalm bleiben so hängen, aber rennen durch Bäume durch diese Dinos. Alter. Ist doch nicht mehr normal, ey. Aber die Atombären strahlen. Vor Freude. Ich strahle auch gleich. Guck mal, der Mond schreit auch wie so ein Scheinwerfer, ey, Wahnsinn. Auf Speed. Der schreit wie ein Scheinwerfer. Wow, also. Der strahlt wie ein Scheinwerfer. Alter, Noxi, du solltest mal der auch so ein Wattestäbchen überstecken. Du solltest ja auch mal so ein Wattestäbchen besorgen wie ich. Siehste, Onkel weiß Bescheid. Ne? Ich weiß Bescheid. Ich geh mal den Geiserich auf den Geiserich. Du bist doch gar nicht Onkel, du Vogel. Was? Er ist auch noch nicht Geiserich, du Onkel. Weiß. Du Mogel, halb Mensch, halb Kugel. Ballert. Ich raste aus hier, ich hau dich K.O. Ja, hab ich gesehen, ey. Wieder so ein Wattestäbchen im Ohr. Hä? Diesmal hängt es in meiner Brust. Denkt an meine Lebensenergie, die ist nicht mehr so gut. Was ist eigentlich los mit euch? Ihr habt da irgendwas geschissen. Ne, wir kennen dich, das reicht. Time for the diss. So, okay. Hier ist meine Leiche zum 8. Millionsten Mal heute. Was nur? Acht und Millionsten. Ja. Natürlich. Okay. Kennst du das nicht? Eine andere Zahl, die das genau definiert?
Zwei. Zwei. Haben das könnte hinkommen. Ja, ne, du hast da den Bogen, oder? Ja. So, ich hab aber ja noch 19 Pfeile für dich. Kines, den Bogen kriegst du erst in der nächsten Folge. Onkel, hey. Gehen wir gleich im nächsten Part wieder auf die Jagd nach Fleisch. Der nächste Part, ja. Die gibt's gleich. Macht's gut, Leute. Bis denn. Tschüss. Bis denn, ciao.